Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zu CityCar Driving in VR. Ich starte ganz kurz meinen Timer, dass wir auch einen Timer haben, damit ich ungefähr weiß, wie lange es geht. Die Aufnahme dauert ungefähr 45 Minuten bis 50 Minuten, denke ich mal, wenn ich die Zeit nicht überschreite. Und dann werden wir mal schauen, ob das Ganze überhaupt so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So, wir starten in die freie Fahrt mit dem Fahrzeug Mercedes-Benz A45 mit automatischem Schaltgetriebe. Ich habe den Verkehr mal was runtergeregelt. Einfach aus dem Prinzip, weil ich sonst vielleicht überall gegenfahre. Das möchten wir ja verhindern. So, die Stöpsel kommen rein. Übrigens, die Stöpsel von HTC, die dabei sind, haben einen fantastischen Klang. Und die Cam wackelt jetzt übrigens und zeigt nicht alles richtig an. Das ist aber normal. So, dann werde ich jetzt einfach mal alles anziehen, meinen Sitz richtig einstellen, dass ich richtig sitze. Obwohl, oh, ist schon passiert. Perfekt. So, es wird tatsächlich, Moment, ja, es wird super übertragen, also die Übertragungsgeschwindigkeit ist top. Wir können jetzt auch mal nach hinten gucken, wie die Verarbeitung hinten so ist. Hier ist alles aber sehr gut geworden. Huch, was ist das? Das HTC-Kabel ist ein bisschen komisch. Man muss sich das irgendwie so legen, dass es einem nicht stört. So, dann werde ich mal sagen, das ist so krass, Leute. Und das wirkt einfach so verdammt realistisch. Einfach cool. So, automatisches Schaltgetriebe. Auf geht's. Das ist echt. Ja, Nachteil. Ach ja, ich muss ja. Ich wollte gerade schon Knöpfe drücken zum Umschauen. Aber das muss ich ja jetzt gar nicht mehr. Weil wir fahren ja jetzt schon letztendlich. Das ist so krass. Leute, das fühlt sich so an, als ob ich wirklich drin sitzen würde, aber ja, nicht wirklich halt. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir werden mal auf die Autobahn fahren und gucken wir mal, wie es da so abgeht. Dass HTC Vive auf CityCar Driving noch nicht so gut funktioniert, sieht man einfach daran, dass es in der Brille noch ein bisschen flackert. Also hier ist alles wirklich sehr scharf. Oh, ist grün? Nein. Hier ist alles wirklich sehr scharf dargestellt. Auch das Fahrzeug hier links neben mir, die Details. Aber alles, was in der Entfernung liegt, es sieht so ein bisschen pixelig aus. Das liegt aber an den Einstellungen und gleichzeitig liegt das daran, dass CityCar Driving da noch relativ früh in der Mache ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es macht Bock. Es ist was ganz anderes, Leute. Das ist so cool. Vor allen Dingen sind wir gar nicht angeschnallt. Oh, komm schon. Ach, scheiß drauf. Auf geht's. Wow. Endlich wirkt die Geschwindigkeit mal. Warum beschleunigt er nicht? Okay, ich glaube, jetzt haben wir's. Das ist so krass, Leute, ohne Spaß. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Wow. Vor allen Dingen, wenn man nicht sieht, wo es lang geht, kann man jetzt einfach nach oben gucken. Wirklich der Hammer. Vor allen Dingen, weil auch alle Spiegel funktionieren. Wobei der Rückspiegel sieht ein bisschen digital aus. Wow! Oh mein Gott! Geil! Oh, 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 oh!
Wir haben uns auf jeden Fall das richtige Fahrzeug für diese ganze Geschichte ausgesucht. Um einfach ein bisschen zu cruisen. Wir werden uns jetzt die Karte mal ein bisschen genauer anschauen. Es ist dann doch was anderes, wenn man mit Lenkrad fährt, inklusive VR. Oh fuck! Wow! Geil! So, wir fahren einfach mal hier raus. Und werden dann mal gucken, was wir so machen. Leute, wenn ihr mehr sehen wollt, drückt den Daumen nach oben, zeigt mir euren Support, dass ihr einfach mehr von dem Game haben möchtet. Wow! Geil. Oh, Testgelände, geil. Ich weiß gar nicht, wie oft ich noch geil sagen soll. Weil es einfach nur geil ist. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist unfassbar. Hallo! Man kann die Leute, so gesehen, ja schon fast begrüßen. Vorsichtig. Wir können uns ja mal die Natur anschauen, indem wir den Landkurs fahren. Wow! Oh, es ist so pervers realistisch, Leute. Oh. Das ist natürlich auch realistisch, ne? Wenn man sich umguckt, guckt man sich um und fährt nicht mehr dahin, wo man soll. Wahnsinn. Normalerweise würden wir jetzt einfach hier durchrasen und gucken, dass wir am Ende rauskommen. Aber Leute, ohne Spaß, man fühlt sich hier wie im Wald. Man möchte es einfach mal genießen. Wahnsinn. Das ist so unfassbar. Ja, wenn die Grafik jetzt noch ein Stück realistischer wäre, also deutlich natürlich, City Car Driving ist natürlich jetzt nicht hochrealistisch, dann wäre das hier tatsächlich unfassbar gut. Ah, da wurde mir gerade tatsächlich schwummerig aus dem Grund, weil das so nachgewackelt hat. Da haben die Augen gerade nicht mitgemacht. Es ist tatsächlich natürlich anstrengend. Vor allen Dingen so die erste Fahrzeit, die ersten Fahrminuten sollte man gemütlich angehen lassen und das Hirn so ein bisschen dran zu gewöhnen. Aber danach, muss ich sagen, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es eigentlich Kinkerlitzchen. Wahnsinn. Sieht alles so fantastisch aus. Unfassbar. So, und jetzt gleich gehen wir mal Vollgas hier in die Kurve. Wow, oh mein Gott. Nein, ich will das nicht. Nein. Nein. Aha. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich manchmal aus Versehen mitgehe, so in die Kurve. Das ist aber gefährlich, weil dann geht man automatisch auch im Auto mit. So, vorsichtig. Der hat Grip. Ich weiß gar nicht, wie schnell sind wir jetzt gerade. Wow! Ich wollte nur die Geschwindigkeit sehen. Wie schnell ist das? Gerade mal 80 km/h. Gerade eben waren wir irgendwas über 100, also. Gute Performance dafür. Auf geht's.
170. Irgendwas jetzt mit 180, denke ich mal. Ah, gute 200 km/h haben wir jetzt. Ich krieg das alles gar nicht angezeigt. Ich bin so gesehen die Person mit Helm auf. Wow. Die Bremsen sind gut, sehr gut sogar. Und auch die Traktion, dass er direkt wieder packt. Hammer. Jetzt ziehen wir nochmal vorbei. Oh, sorry. Sehr schön. Ich habe den Allradantrieb ausgemacht. Wir haben jetzt nur Heckantrieb. Der hält sich trotzdem gut auf der Straße. Sogar sehr gut. Unfassbar. Wow. Wow. Oh mein Gott. Springen und so, das ist schon sehr ungewohnt. Voll in die Bremse rein hier. Oh mein Gott. Das war fies. Boah, Leute. Der Unfall war tatsächlich schon sehr krass. Wir müssen jetzt mal ganz kurz schauen, ob ich irgendwie in den Rückwärtsgang komme. Ja, das geht, super. So. Wow, also ihr habt ja alle Anzeigen tatsächlich sichtbar. Ich sehe gar nichts davon. Und das ist das, wo ich sage, dass das wirklich sehr, sehr krass realistisch gemacht ist. Okay, ich würde sagen, hier machen wir mal Aufnahmestopp. Machen das nächste Video mit einem anderen Fahrzeug. Und wir sehen uns dann morgen im Video. Ich sag mal um... Ah, wann lade ich die hoch? Sagen wir mal 14 Uhr. 14 Uhr ist Citycar Driving Time. Vielleicht auch täglich, wenn es euch gefällt. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüssikowski, Leute. Macht's gut. Ciao.